So, also ich habe hier ein aus meiner Sicht sehr interessantes und lohnenswertes Video gemacht, das hier 4 Stunden und 38 Minuten dauert. Gestern habe es da nicht online gestellt, weil ich danach gedacht habe, ich muss dem was erklären, vorausstellen. Habe dann das Video erst umgenannt, habe ein zweites Video gemacht. Und das zweite Video, aber da war ich nicht besoffen, aber übermüdet. Und das ist auch gut geworden, aber es ist, ich erkläre es auch in meinem Text. Das Ganze ist, das sind Gedanken, die, versteht ihr, wenn ich jetzt einen Vortrag mache, den ich vorbereite, dann kann man das alles kompakter machen. Aber das ist, das ist so entstanden, ich schweife eine Weile ab und dann kommt wieder ein genialer Gedanke und so weiter. Und das ist nach dem Prinzip, dass man sagen kann, da hat es Perlen drin. Aber ich halte es, und man muss dann manchmal einfach eine Phase überbrücken, wo man schon mal was gehört, wo etwas kommt, was man schon mal gehört hat, oder wo ich jetzt irgendwo auf was schimpfe und oder so. Aber dann kommen immer wieder Perlen, sage ich mal, die das, die mit nichts vergleichbar sind, wo es Sachen gibt, die noch kein Mensch ausgesprochen, erkannt hat, ausgesprochen hat. Also das ist mein Anspruch. Kann jemand natürlich sagen, ist alles nur Scheiße, der redet ja oder hier Blödsinn oder was weiß ich. Das kann man immer irgendwie, ja, wenn man es blöd findet, findet man es blöd. Aber ja, ich sage mal so, es sind Sachen, die habe ich in der Vergangenheit schon mal gesagt, teilweise, aber aber wenn dann auch in ganz umfangreiche mehrstündige Video, und es kann gut sein, dass es manche nicht gesehen haben. Und dann ist es wirklich neu, und es sind Sachen, die nie irgendwie wo es keinen anderen Ort gibt, wo ihr diese Erkenntnisse bekommen könnt. Es setzt natürlich voraus, dass man, sage ich mal, ja, für manche Sachen auch überhaupt einen Sinn hat. Ich habe den Anspruch, praktisch, versteht ihr, die Philosophen der Menschheit, so, da geht man ja davon aus, die vermitteln der Menschheit, ja, es geht um dieses Menschheitsniveau bei mir immer. Also diese größten Philosophen vermitteln der Menschheit Einsichten, die es vorher so nicht gab. Und das ist natürlich, sag mal, wenn jetzt ein Bauer darum geht, dass er jetzt seine Kartoffeln ernten will und so. Es gibt natürlich immer Situationen, wo Leute sagen, Scheiß, ich habe andere Sachen im Kopf als jetzt hier irgendwelche philosophischen Kram und so weiter. Aber ja, das heißt ja, dann ja gut, ernt deine Kartoffeln und deine, was weiß ich, also jetzt nicht, dass man jetzt gerade Kartoffeln erntet, aber so vom Grundsatz her. Ja, und ich denke einfach, wenn ich euch hier Videos vorsetze, die da eine, was 8 Stunden, also allein die letzten zwei Videos sind ja zusammen über 8 Stunden, einmal 3 Stunden, 4 Stunden 38, 3 Stunden 26. Wenn ich das jemand vorsetze, da ja, finde ich es ja, na, interessiert er sich natürlich und denkt, oh je, wenn ich jetzt diese Zeit investiere, lohnt sich das dann auch? Und da will ich, weil ich ja schon weiß, was ich gesagt habe, und es sind ja Leute, wenn sie die Frage stellen, sollen sie sich das jetzt anschauen oder nicht, dann sind es ja Leute, die schon eine Meinung haben zu dem,
was ich so produziere. Also Leute, die mir gar nichts zutrauen, die würden es natürlich gar nicht anfangen oder so, gell? Oder die sind längst schon, die habe ich längst schon vertrieben und so weiter. Aber für die anderen ist es eben auch so, es ist ja nicht jedes Video gleich spektakulär. Und da ist es eben, da geht es eben drum. Ich versuche es jetzt in einem dritten Video, das hoffentlich kürzer wird, das ich dem Ganzen voranstelle, einleitend schon einfach, ja, dass man besser zurechtkommt mit dem, was folgt. Also, wie gesagt, das dritte Video, wo da Teil 3 steht, mit dem habe ich eigentlich angefangen. Und da sind tolle Sachen drin. Und dann wollte ich dem noch was voranstellen. Und dann kam es zu dem zweiten Video. Da sind auch tolle Sachen drin, aber eben auch Wiederholungen. Und jetzt mache ich noch mal eins, weil ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich klicke jetzt mal eins an. Der Titel hier. Moment. Der Titel dieses Videos, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, das Geheimnis der Zeitgeister. Von dem Titel merkt man gar nichts im Video selber, sage ich mal. Den Titel habe ich vergeben, nachdem ich das Video gemacht habe, das jetzt Teil 3 heißt, das ich aber als erstes gemacht habe von denen. Wenn dann praktisch ein zweites erklärendes Video mache, aber sogar der Titel des Videos nicht mal erklärt wird. Ich habe schon was erklärt in dem zweiten Video, aber wie gesagt, den Titel schon mal nicht. Und jetzt habe ich einfach gedacht, jetzt muss ich noch mal was machen. Und ja, also, ich versuche jetzt dieses absolut spektakuläre, was das Ganze enthält, zu erklären. Aber vorher lese ich noch das vor, weil das habe ich schon geschrieben und das hilft auch etwas. Also, das mit Teil 1 und den dortigen Erklärungen anfangen. Der Gesamtvortrag ist so zu verstehen, dass er absolute Perlen enthält. Erkenntnisse der intellektuellen Krone der Schöpfung, des größten Universalgenies und dabei auch größten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Naja, ihr kennt mich ja. Jahrhunderte oder Jahrtausende alter Unsinn, wie von Descartes, also wie von René Descartes, dem Philosoph, mit seinem Ich denke, also bin ich, wird logisch-analytisch zerpflückt, eine Sternstunde der Menschheit, unbezahlbar, außer eben damit, dass es ein Vortrag mit Wiederholungen und Gestotter ist, dass es einem nichts ausmachen darf, auch mal eine oder mehrere Stunden harrend umsonst zu lauschen, bis dann der nächste Höhepunkt wieder etwas bringt, was seit Menschengedenken kein Philosoph oder Theologe etc. der Menschheit verkünden konnte. Auch zum Thema Bescheidenheit gibt's dabei Erklärungen für die geistigen Hosenscheißer, natürlich auch in eigener Sache. Natürlich könnte man das Ganze in einem vorbereiteten Vortragsvideo straffen. Das hier ist eben aus dem Leben heraus so entstanden, nachdem es nur eine Grundidee von dem gab, was ich ungefähr sagen wollte. Da könnte ich vielleicht noch ein paar Schreibfehler, Zeichenfehler rausmachen, okay. Aber nochmal, hier gibt es Erkenntnisse im philosophischen und biblisch-theologischen Bereich, die absolut spektakulär sind. Antworten auf Fragen der Menschheit, die es noch nie gegeben hat. Eine Sternstunde der Menschheit auf Planet Erde, diesen Weisheiten lauschen zu dürfen. Eine Erklärung der Menschheitsgeschichte, eine historische Einordnung und Erklärung der Mechanismen der Einwirkung von Zeitgeistern auf die Menschheitsgeschichte. Eine High-End-Analyse, die dort weitermacht, wo der Verstand der größten Denker der Menschheit aufhört. Etwas mit nichts jemals Dagewesenem Vergleichbares.
aber eben teilweise als Perlen zu suchen und zu finden zwischen langen Passagen von wiederholendem Gebabbel und scheinbar egomanischer Selbstbeweihräucherung und wüster Gesellschaftskritik. Zum Ablauf. Zuerst entstand das, was heute als Teil 3 bezeichnet wird. Dann habe ich dem total übermüdet noch einen Teil 2 vorangestellt, um was zu erklären. Erklären vorher. Aber all das, was dabei entstanden ist, muss ich jetzt nochmal erklären mit einem hoffentlich kürzeren Teil 1, den ich aber als letztes mache und dann allen anderen Erklärungen erklärend voranstelle. Hahaha, so bin ich halt. Will's richtig machen, gebe mir Mühe, aber naja, trotzdem ist das mit den Perlen nicht übertrieben. Okay, also, die Menschheitsgeschichte, zum einen, wie funktioniert das Denken der Menschen an sich? Wie wirkt, man weiß ja, dass es die Grunderkenntnis oder das Wissen oder der Glaube, dass es Geister gibt, also wie zum Beispiel den Teufel, die sich einmischen in das Leben der Menschen, zum Beispiel durch eine Verführung. Wer jetzt das ablehnt und sagt, es gibt gar keinen Teufel, das sind nur die eigenen Gedanken oder was weiß ich was. Also manche Sachen setze ich eben voraus, und wenn jemand alles, was ich sage, ablehnt, dann lehnt er halt alles ab. Aber wenn jemand mal soweit offen ist, dass es Einwirkungen gibt, und ja, genau, das eine ist ja, aber auch jeder, ach, der den einen Teufel zum Beispiel oder als Geist oder Gott als Geist oder das Gewissen oder was auch immer, weil wenn der das ablehnt, was er dann nicht, was aber in der Welt anerkannt ist, ist, dass es Zeitgeister gibt. Also Menschen stehen unter dem Einfluss eines Zeitgeists. Und es gibt auch den Ausspruch, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das ist von Victor Hugo. Und das soll auf etwas deuten. Also auch wenn man denkt, es gibt keinen Teufel und das und das und das, aber es gibt trotzdem etwas, das, sage ich mal, jetzt nicht nur, dass man sagt, es gibt die Tiere, die Katze neben mir, die macht Miau, die sehe ich, und die will jetzt, dass ich noch eine Milch gebe, und deshalb kommt sie hier zu mir und die wirkt auf meine Gedanken ein, sozusagen. Das sehe ich und das kann ich verstehen. Und dann gibt's also das als eine Form der Einwirkung. Und wenn jetzt, was weiß ich, meine Frau, ich habe jetzt keine Frau, aber nur so, wenn es jetzt jemand sagt, und wenn ich jetzt hier die Füße auf dem Tisch habe, meine Frau kommt rein und sieht es, dann wirkt sie auch auf mich ein, was weiß ich, mit dem Kochlöffel oder irgendwie, also irgendwie jetzt ein Beispiel. Also dass das Umfeld auf uns einwirkt, das glaube ich schon, sagen dann sicher manche. Und vor allem eben mit solchen Beispielen, wo so einfach, ja, das sehe ich ja, wenn die sieht, dass ich die Füße auf dem Tisch habe, dann kommt sie mit dem Kochlöffel und wirkt auf mich ein. Und vorher wirkt sie eben auf eine Weise auf mich ein, dass ich halt weiß, wenn sie jetzt da explodiert, warum das ist, weil sie will, dass ich nicht die Füße auf den Tisch, oder irgendwie so, also das Einfache, so. Dass es Einwirkungen gibt auf unsere Gedanken und so weiter, durch andere Lebewesen, also wie gesagt, die Katze, die jetzt will, dass man ihr Milch gibt, oder der Hund will Gassi gehen, also die Einwirkung, das ist etwas klar. Jetzt geht es aber noch drum, wie wirken ein Zeitgeist, dass ein Zeitgeist auch auf uns einwirkt, auf unser Denken und so weiter, das hat man
das ist auch irgendwie praktisch, das haben die Leute auch mittlerweile so, da wird es also keinen Widerspruch geben. Aber wie funktioniert das? Wie, was ist ein Zeitgeist? Wie entsteht der? Und wie wirkt er auf uns ein, dass es dann praktisch heißt, nichts ist stärker als eine Idee, der an Zeit gekommen ist. Entsteht das, solche Idee zufällig oder ist das irgendwie, ist da was gesteuert, ist da was, ist es erklärbar, wie sich Zeitgeist, wie sich ein Zeitgeist entwickelt? Weil, wenn man jetzt Beispiele nimmt, für sowas, wo man dann sagt, nichts ist stärker als eine Idee, der an Zeit gekommen ist, dann ist das ja zum Beispiel der Kommunismus. Der Kommunismus, als der sich ausgebreitet hat, dann war das einfach so, dass das, oder das ist ein Beispiel für eine Entwicklung, wo die Menschen dann später zur Erkenntnis gekommen sind, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Also da kommt ein Zeitgeist und er hat auf einmal Macht. Er hat Macht, er spricht nicht nur einen an, sondern plötzlich ist die Zeit dieses Geistes gekommen. Und dieses, wie erklärt man sich das? Wie erklärt man sich, dass die Zeit eines Zeitgeistes gekommen ist und er praktisch ihm die Herzen zufliegen, das, was vorher irgendwie nicht modern war oder nicht kein Gehör bekommen hat, oder aber plötzlich ist die Zeit da und die Herzen, die und alles fliegt dem einen Geist zu. So, wie erklärt man das? Wie erklärt man diesen Mechanismus? Was wirkt da ein auf die Menschen? Wenn man das versteht, versteht man die Geschichte auf eine Weise, wie sie noch kein Historiker und Philosoph erklären konnte. Es eröffnet Horizonte, es nimmt einen Schleier weg. Wie gesagt, wenn einer jetzt gerade nur an seine Kartoffeln denkt, dann ist ihm das scheißegal. Aber wenn jemand irgendwie die Offenheit hat, die Menschen haben ja immer wieder so Phasen, wo sie dann über die großen Dinge versuchen nachzudenken und zu verstehen und die Rätsel ihrer Existenz, des Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich, wo, bla 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 und so weiter. Wenn da jetzt jemand einfach so einen geraden bisschen Sinn hat für die großen Fragen, und das, was ich erkläre, erklärt die Zusammenhänge der Menschheitsgeschichte, die Entwicklung, weil es ist ja letzten Endes ist die Geschichte der Menschheit verbunden mit Zeitgeistern, Es gab immer Epochen und in den Epochen hat irgendwas dominiert. Aber woher kommt es, dass da was dominiert hat? Die Geschichte sagt euch nur, was ist da jetzt gekommen? Okay, da denkst. Die Geschichte sagt euch nur, was passiert ist, aber die wirkliche Erklärung kann euch niemand geben außer mir. Niemand in der Philosophie, niemand in der Theologie. Das sind Sachen, die hat kein Mensch je verstanden, weil es gibt nirgendwo wo ich jetzt mich auf etwas stützen würde oder wo ich zuerst gesehen habe, da hat jemand zu dem Thema was irgendwie und an dem orientiere mich. Nein, das ist absolute exklusiv meine Erkenntnis. Und wenn es von mir nicht hört, hört es von niemand. Bisher
Wenn die mal erkennen, dann kann schon sein, dass es praktisch die Professoren in den Universitäten beginnen zu lehren, was ich sage. Aber jetzt gibt es das nur bei mir. Und ich, mein Anspruch ist wirklich auf die ganze Menschheitsgeschichte bezogen, der größte Denker und Philosoph zu sein und Sachen, Erkenntnisse und Geheimnisse und Zusammenhänge zu erkennen, wie es in der Menschheitsgeschichte niemand gelungen ist. Ich werde in dem Ganzen der Hanna auch, also den Goethe habe ich ja, das ist mein Dings, mein, das ist, dass ich praktisch, versteht ihr, da kommen Leute, die haltet ihr für Genies, wie den Goethe, für mit seinem dummen Geschwätz, oder Descartes mit "Ich denke, also bin ich". Kürzlich habe ich eine Rechtsanwältin, die hat auf ihrer Website einen Ausspruch vom Nietzsche, dass es, wie hat es geheißen, mit dem Unrecht, was Blödsinn ist, versteht ihr? Das ist zwar nur eine promovierte Rechtsanwältin, aber sie hat es ja von anderen Leuten, die jetzt den Nietzsche für einen großen Denker halten, aber es ist Blödsinn. Es ist Blödsinn. So wie das Nietzsche Unrecht. Unrecht liegt niemals in ungleichen Rechten. Es liegt im Anspruch auf gleiche Rechte. Das ist Blödsinn. Versteht ihr? Das ist Blödsinn. Das ist falsch. Aber ihr habt euch an Unsinn gewöhnt. Und das ist etwas, das zeige ich in... dieses Beispiel zeige ich jetzt in einem anderen Video. Und das habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Ja, Moment. Das ist jetzt das Video. Ich habe jetzt mehrere Videos... Noch nicht, das ist nicht gelistet, das seid ihr nicht praktisch. Das ist Teil 2, Teil 3, das gehört jetzt zu dem, was ich jetzt noch, wo ich gerade Teil 2, 1 mache. Und dann habe ich noch ein weiteres einstündiges Video gemacht, das ich aber noch nicht freigeschaltet habe. Aber in dem Video befasse ich mich auch mit dieser Rechtsanwältin Caroline Arnemann, die von der ich eine gute Meinung habe. Ich habe dann eben nur nebenbei ihr auf ihrer Website diesen blöden Satz gefunden. Ja, aber ja, und da nebenbei, ich schweife eben manchmal ab, das ist unvermeidbar, das muss man bei mir, damit muss man bei mir zurechtkommen. Fällt mir auch ein, ich habe einen Dings bekommen, eine Kritik, also ist völlig okay, das ist mir recht, wenn man praktisch seine Meinung äußert und mir auch mal widerspricht, aber da hat jetzt jemand gedacht, ich habe einen Fehler gemacht beim Thema Goethe, weil ich sage ja, der Goethe wird hier als größtes Genie der Menschheit bezeichnet an Platz 1 und dann sage ich, der gehört ganz runter von der Liste und ich gehöre an Platz 1. Der Goethe war zu dumm, zu erkennen, dass sein Gleichnis von Henne und Ei, ja, da habe ich es jetzt gar nicht erklärt, warum das Gleichnis eben falsch ist. Auf jeden Fall hat mir jemand gesagt, ich hätte einen Denkfehler gemacht, weil das sei ja metaphorisch zu verstehen. Natürlich ist das so zu verstehen. Und in dem Gleichnis würde es darum gehen, um Ursache. Moment, jetzt habe ich wieder eine Dings bekommen. Es sei ja so zu verstehen, dass es da um Ursache und Wirkung geht. Mit was hat das Ganze angefangen? Ja, genau, klar. Und das denke ich ja auch, dass es so ist.
Aber gerade deshalb, versteht ihr, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte einen Denkfehler gemacht und dabei wird's ja um was Metaphorisches gehen und eben wegen Ursache und Wirkung die Frage, mit was hätte es angefangen. Und dann sage ich, ja, das habe ich schon verstanden. Aber gerade da ist ja der so Schwachsinn des Goethe, weil bleiben wir mal bei Ursache und Wirkung. Dieses Gleichnis würde dann funktionieren, wenn es so wäre. Also die Henne legt ein Ei und aus dem Ei kann ja wieder ein Küken schlüpfen, von dem wieder eine Henne entsteht und dann legt diese Henne wieder ein Ei, so. Und so hat man einen Kreislauf oder eine Abfolge, wo man dann am Ende, könnte man ja sagen, jetzt weiß man aber nicht, womit hat's angefangen. War zuerst das Ei da und daraus kommt die Henne und dann kam und dann legte die Henne wieder ein Ei und so weiter und es ging immer so fort. Oder war zuerst die Henne da, am Anfang hat dann ein Ei gelegt und daraus ist dann die Henne wieder eine Henne geschlüpft. Und es geht darum, dass es diesen Vorgang so nicht gibt. Wenn eine Henne kann ein Ei legen, aber aus diesem Ei schlüpft nicht ein Küken. Versteht ihr? Das tut es nicht, wenn diese Geschichte wenn sich das Ganze erschöpft auf etwas zwischen der Henne und dem Ei. Ohne einen Hahn gibt es keine Fortsetzung und keine Abfolge, keine Fortpflanzung. Und dann gibt es nicht etwas, wo man sagt, das ist ja wie ein immerwährender Kreislauf, wo man nicht weiß, womit es angefangen hat. Nein, ohne einen Hahn, wenn man nur von Henne und Ei redet, gibt es nicht ein einziges Mal etwas, wo aus diesem Ei etwas schlüpft, das dann wiederum ein Ei legen kann. Versteht ihr? Um das geht es. Diese Geschichte kann man nicht auf Henne und Ei beschränken. Bereits an dem Punkt, wo man das versucht, eine Geschichte zwischen Henne und Ei, ohne von einem Hahn zu reden, funktioniert das Ganze nicht. Das funktioniert nicht. Es ist ein Denkfehler. Also, und ja, es ist schon für mich ein bisschen erschüttert, wie man das praktisch versteht. Nee, es ist gut, dass man mir das versucht zu sagen, oh, schau mal, da hast du einen Fehler gemacht. Aber ich habe da nicht einen Fehler gemacht, sondern ihr macht einen Fehler, wenn ihr das nicht versteht. Ja. Da ist der Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, einfach auf dem Schlauch gestanden. Und hat einfach den Hahn vergessen. Dieses Beispiel ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, weil er den Hahn vergessen hat. Das, was er hier metaphorisch und pipapo, geht nicht auf. Und etwas, es muss ein Gleichnis sein, wo etwas enthält, wo man praktisch sagen kann, ja, hier, hat man etwas im übertragenen Sinn, gleichnishaft praktisch, das oft zu dieser Fragestellung passt, von der man reden will. Aber das geht hier nicht auf. Der Goethe ist ein Schwachkopf, definitiv ein Dummkopf, der einen absoluten katastrophalen Denkfehler gemacht hat. Und das nicht einfach mal so nebenbei bei irgendwas, wenn er was weiß ich, gerade nicht gemerkt hat, dass er die Brille, die er sucht, auf der Nase hat. Sowas kann jedem mal passieren. Sondern bei etwas, bei einem Gleichnis, das nicht praktisch aus Versehen nur irgendwie so. Versteht ihr? Das ist etwas, das da hat er genug Zeit gehabt,
nachzudenken, ohne dass es ihm auffällt, dass das Schwachsinn ist. Okay, also das nur nebenbei. Und ja, und so ist es, versteht ihr? Das charakterisiert mein Leben. Ich habe immer wieder bei Prüfungen zum Beispiel, bin ich besser als die Prüfer selber. Das war auch in diesem Fachschulskandal. Ich decke Fehler auf. Also ich habe nicht nur alles richtig gehabt in dieser Prüfung, sondern ich habe auch noch aufgedeckt, dass die Fahrschule, der Fahrschulverlag und die IHK als Prüfer sich widersprechen. Also ich war um ein Vielfaches besser als die Prüfer selber. Und ja, das muss man halt nachlesen. Das kann ich will jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendste und dann da dabei stundenlang bleiben. Das spreche ich jetzt nur aus an. Und so decke ich dem Nietzsche seinen Blödsinn auf. Ich decke dem Goethe seinen Blödsinn auf. Ich decke dem Descartes, am René Descartes seinen Blödsinn auf. Das ist meine Ebene. Versteht ihr? Das sind alles, ihr verehrt Leute jahrhundertelang als eure größten Philosophen und Koryphäen der Geisteswissenschaft oder sonstiger Wissenschaft. Und dann komme ich, veni, vidi, vici, und ziehe euch die Hosen runter, ihr Idiotenmenschheit. Das ist ein Dummschwätzer. Das habe ich erklärt in meinem Teil 3. Hab dann aber, wie gesagt, noch ein Teil 2 gemacht, und da taucht überhaupt nie keine Erklärung auf für den Titel. Der Titel, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt. Dieses Zeit und Stunde bestimmt, da steht nicht explizit Zeitgeister, aber ich erkläre euch, warum da Zeitgeister gemeint sind und wie die Menschen. Ich erkläre euch die Zusammenhänge der Menschheitsgeschichte. Wie es praktisch zu Zeitgeistern kommt, wie es zum Einfluss von Zeitgeistern auf die Menschheit kommt, auf den einzelnen Menschen und auf die Menschheit insgesamt. Und auf diesem Wege öffne ich euch ein Verständnis der Menschheitsgeschichte, wie es kein anderer, kein Philosoph, kein Historiker, versteht ihr, das sind alles geistige Hosenscheißer, die irgendwie so am Rand von etwas ein bisschen herumkratzen, und ich deck euch das ganze Gesamtbild auf. Und durch mich könnt ihr Erkenntnisse gewinnen, praktisch, die ihr nirgendwo sonst bekommt. Ja, also, um es ein bisschen also zu strukturieren und auf den Dings zu bringen, das Geheimnis der Zeitgeister, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, das, was ich euch erkläre, das öffnet euch ein Gesamtverständnis für die Zusammenhänge, wie ihr es durch nichts anders bekommen könnt. Ja, wie es mit nichts vergleichbar ist. Es gibt in der Geschichte der Menschheit keinen vergleichbaren Philosoph oder Bibelausleger oder was auch immer, der euch in solche Geheimnisse des Universums oder wie auch immer hineinführen kann. Ja, okay, also das, um das geht's. Und ja, ich glaube jetzt, ich schalte das Ding auch auf frei. Der Hintergrund war der mit dem einen Video. Ich wollte eigentlich
Ich wollte die Dingsbums hier, diese Arnemann. Die Arnemann hat mir einfach gut gefallen und ich wollte sie kontaktieren. Also ihre Einstellung, sie hat, jetzt muss ich es kurz erwähnen, Caroline Arnemann, die hat einen Typ befreit praktisch aus dem Gefängnis, diesen Bräuning, und für den hat sie sich eingesetzt, und über das, das ist jetzt was Ähnliches. Das ist jetzt der Genditzki, aber da geht's, was ich jetzt meine, geht's um den Bräuning, aber das ist kein Zufall, dass jetzt da der Genditzki kommt, weil das sind ähnliche Fälle. Die Arnemann ist auch in München, die kennt bestimmt diese andere da, Rick und so weiter. Die hat mir auch mal gut gefallen, die Rick. Aber mittlerweile bin ich von der enttäuscht. Und so kann es mir natürlich auch mit der Arnemann gehen. Aber ja, ich hab vorgehabt, die mal anzuschreiben, und sie auf meine Dings, Website und auf meine Leistungen hinzuweisen. Und weil ich so aus dem Grundgedanken, das ist eine, die gehört zu den Guten. Die kämpft für Gerechtigkeit. Und ja, wie soll man sagen, ich gehöre auch zu den Guten. Ist ja gut, wenn sich die Guten irgendwie mal überhaupt voneinander wissen und so weiter. Und so habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, wenn ich die anschreibe, was die von meinem Zeug hält und so. Weil ich habe ja schon. Wenn ich irgendwas rausfinde, dann tue ich ja immer, irgendwie habe ich die Medien kontaktiert, auch zum Beispiel mit der Wiener Reichsbrücke. Und wenn die dann alle ignorant sind, dann bin ich nicht einfach nur beleidigt, dass man nicht nett zu mir ist, sondern die versagen ja dann auf eine Weise, wo, wenn die Wahrheit rauskommt, sind die ja erledigt. Das ist ja nicht. Wenn ich hier Medien und Leute in der Gesellschaft kontaktiere und die ignorieren das und ich habe nachher recht, dann ist das nicht etwas, wo man sagen kann, ach ja, okay, gut, ich habe da gerade keine Zeit, bla bla bla. Nee, das sind Sachen, wo Leute dann auf eine Weise versagt haben, das sie praktisch, die sind erledigt. Versteht ihr? Wenn ich eine wichtige Erkenntnis habe und komme zu den Medien und die ignorieren das, ja, die sind später erledigt. Ich werde auf jeden Fall die Leute verfolgen. Ich werde diese Medien verfolgen und ich werde auf ihren Untergang bestehen. Versteht ihr? Die entkommen nicht. Wenn ich mich an jemand wende und sage, schaut mal hier, dann steht die Existenz dieser Leute auf dem Spiel. Denn wenn sie die Sache falsch einschätzen, dann werden sie bezahlen. Dann werden sie bezahlen mit ihrer Existenz. Und zwar nicht, dass ich sie töten will, dass ich sie foltern will, nicht, dass ich ihnen Unglück wünsche, nicht, dass ich ihnen die Verarmung wünsche und das Elend. Nein, was es bei dem Ganzen geht, sie sind, denen soll es gut gehen, aber in einer Weise als Privatleute und zum Beispiel als Handwerker. Wenn jetzt ein Journalist praktisch als Journalist nichts taugt, dann soll er als Handwerker, als Dienstleister, als irgendwie, ich will nicht, dass er hungert und es ihm schlecht geht. Aber wenn Leute als Journalist, als Politiker, als Leute, die in der Öffentlichkeit stehen,
die eine Verantwortung haben, die eigentlich die Öffentlichkeit informieren sollen. Und wenn sie es nicht tun, dann schadet es der Öffentlichkeit. Die Leute, die da in der Funktion versagen, da ist es mein Vorsatz, diese Leute aus ihrer Dings zu kicken. Und diese Frau Rick, die Rechtsanwältin vom Genditzki, die ist in dieser Kategorie gelandet. Diese Frau Rick schadet der Gesellschaft. Sie hat auf die Weise, sie hat den Manfred Genditzki mit Lügen befreit. Der Manfred Genditzki mit Lügen und Schwachsinn. Der Manfred Genditzki ist unschuldig durch Denkfehler und später Kriminalität verurteilt wurde. Unschuldig. Durch wissenschaftlichen Blödsinn, durch Verdrehungen, durch Lügen, durch Dreck, ist er ins Gefängnis gekommen. Und rausgekommen ist er durch anderen Dreck, durch andere Lügen, also bei der Rekonstruktion des Falles. Und das ist etwas, da hat sie zwar diesen einen Mensch befreit, aber sie hat dabei, weil sie es mit Dummfug, mit Lügen, Moment, da ist was vor dem Haus, ich muss kurz gucken, was da klappert. Sie hat dem einen geholfen und hat der Menschheit und der Wahrheit einen Bärendienst getan. Sie hat sich als schädlich erwiesen, diese Frau Rick. Und das seid ihr natürlich noch zu dumm dazu, das jetzt zu erweisen. Aber ich, versteht ihr, die Frau wird gefeiert in der Öffentlichkeit für das, was sie getan hat. Sie hat die Wahrheit verraten. Sie hat die Wahrheit verraten und dabei ist sie ein Feind der Menschheit geworden. Und sie hat einen befreit, aber versteht ihr, was hier im Fall dieser Dings gemacht wird, nicht nur bei der Pandemie, sondern wo man ja nicht bei YouTube nicht drüber reden darf, aber auch bei dem Klima. Die Wissenschaft wird zur Hure gemacht. Die Wissenschaft wird so verdreht und praktisch missbraucht. Das ist etwas, ja, die Menschheit ist verblödet, ja, und das ist etwas, da hat sie praktisch, nochmal, der Manfred Genditzki ist nicht mit der Wahrheit freigesprochen, die Wahrheit steht auf seiner Seite, er ist unschuldig, aber es ist nicht im Prozess die Wahrheit ans Licht gebracht worden, sondern nur eine andere Dummheit, Blödheit, Lüge, es ist bei der Rekonstruktion Scheiße gebaut wurde. Und das ist keine Nebensache. Das hat in Deutschland regiert der Irrsinn. Man kann einem Idiotenvolk wissenschaftlichen Blödsinn erzählen. Meine Rekonstruktion ist die Wahrheit. Das klingt jetzt so, ja, dass eine sagt, meins ist die Wahrheit, der andere sagt, seins ist die Wahrheit, ja, es ist aber wirklich so. Und nur wenn wirklich die Wahrheit aufgedeckt wird, wenn das möglich wäre, dass es gibt hier einfach mächtige
mächtig, also Medien, Behörden und so weiter. Und sie beherrschen das Feld und sie machen die Lüge zur Wahrheit und tun das mit ihrer Macht durchfechten. Und diese Rechtsanwältin Rick wurde zu einer, ja, sie hat sich dem verkauft. Sie hat sich dafür verkauft, mit dem Ziel, den Manfred Genditzki auf egal was für eine Weise frei zu bekommen, hat sie der Menschheit geschadet und hat mehr Schaden insgesamt angerichtet. Und deshalb ist sie, ja, sie soll keine Rechtsanwältin, ich verbanne sie ins Privatleben sozusagen. Sie hat ihre Schädlichkeit für die Gesellschaft gezeigt. Auch wenn ihr denkt, das sei ja ganz ungerecht, das sei ja, nein, das ist das Tatsächliche. Und solche Leute verbanne ich. Ich verbanne sie nicht in die Hölle. Ich fordere nicht auf, sie zu steinigen, aber ich verbanne sie ins Privatleben. Die Rick hat gezeigt, dass sie nicht ein Mensch ist, der für gesellschaftliche Verantwortung geeignet ist. So. Und so viele Leute gibt's viele. Und wenn man jetzt von dieser Caroline Arnemann hier da redet, sie ist für mich interessant geworden durch ein Video, das ich gesehen habe. Da müssen wir jetzt gucken, Klaus Bräunig. Und wenn man das Video, Moment, Videos, das ist das da, Hanna, ARD Crime Time. Da, und da ist sie für mich interessant geworden, diese Anwältin, und habe gedacht, okay, die kann ich jetzt, die scheint ein bisschen, die scheint mir, versteht ihr, manche, da merkst du, okay, von der Sorte Arschlöcher kennst schon Hunderte. Und da brauchst du, mit denen brauchst du dich nicht mehr zu befassen. Und dann habe ich aber gedacht, die ist interessant. Die will ich praktisch, mit der will ich in Kontakt treten. Ich will sie konfrontieren mit meinen Genieleistungen und dann sehen, wie sie reagiert. Und ja, das war mein Dings. Und deshalb wollte man eigentlich jetzt am letzten Wochenende machen. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich, irgendwie kam es dann zu diesem Video, das ich da gemacht habe, und habe gedacht, ja, eigentlich ist das kontraproduktiv. Ich kann jetzt nicht hier ein Video machen und sie dann irgendwie und es veröffentlichen, dann und sie da auch kritisieren. Nicht, dass ich sie schwer kritisiert habe. Ich habe halt das auf ihrer Website, dieser Blödsinn mit dem Nietzsche steht, und hab so ein bisschen über sie praktisch philosophiert, warum sie denn so züchtig angezogen, also nee, nicht, dass mir das nicht gefällt, dass sie züchtig angezogen ist, aber die strahlt nicht nur eine normale Seriosität aus, sondern eine züchtige, also irgendwie, sage ich mal, versteht ihr, das sieht man ja, ob die Weiber sich, wie sie sich schminken, wie sie sich kleiden, wie sie sich so, und die tut sich so, nicht nur seriös, sondern, na, habe ich da, ist das ein christlicher Kleidungsstil, wie die sich kleidet, oder, ja, nee, aber das ist natürlich etwas, versteht ihr, das ist natürlich, als solche Sachen, die steigern nicht die Chancen, dass die mir mal antwortet auf etwas, so,
Das hat ja eigentlich, das sind ja private Sachen auch. Und was fällt mir ein, hier rumzulabern über sie da und so. Was soll das? Und da habe ich gedacht, okay, ich muss das Dings hier, ich darf das jetzt nicht veröffentlichen. Und jetzt mache ich schon das zweite Video da dazu und veröffentliche dann doch alles. Naja, wie du machst, sei. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. Was hat denn das noch zu tun mit dem Ausgangsthema? So tut sich's praktisch, so entwickelt sich's dann bei mir und jetzt kriege ich wieder eine Mail. Okay, so, also ich glaube, nochmal ein Teil, wo ich die Erklärung der Erklärung der Erklärung erkläre, das wird keinen Sinn machen. Also ich muss es jetzt mit diesem Teil hier, muss es sein Bewenden haben und dann veröffentliche ich das Zeug und dann haben die Leute einen Tag, können sie da investieren. Das würden natürlich die wenigsten machen. Oder wenn sie es machen, vergessen sie, bis sie da irgendwie an die nächste Perle kommen, vergessen sie das, was die vorherige Perle war. Das kann natürlich sein, man müsste das mal alles nochmal in einem vorbereiteten irgendwie Vortrag zusammenfassen. Aber das ist trotzdem, also eben, es ist trotzdem, ja, also für Leute, die sich für solche Themen, für diese Fragen interessieren, das sind es Sachen, die findet er einfach nirgendwo sonst. Das ist eben das Besondere dran. Ja, jetzt, wie gesagt, mit dem Video muss es jetzt erklärt sein. Denn es war ihnen Zeit und weil das ist ja das erste Video von drei. Das soll ja praktisch das Ganze einleiten. Jetzt google ich kurz mal nachdem, denn es war in Zeit und Stunde bestimmt. Das ist eine Phase aus der Bibel. Nee, das ist ein Vers. Genau, das ist es. Oder ich nehme die andere Bibelstelle. Da geht es um Tiere. Also zum Beispiel, ich sah auf um der großen Willen, großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange jedes leben soll. Da werden Tiere beschrieben in der Prophetie. Und diese Tiere, dann werden Tiere beschrieben mit einem oder mehreren Häuptern, also Köpfen und dann wieder, also an den Köpfen wieder Hörner und auf den Hörnern wieder Kronen und so weiter und so fort. Das sind Sachen, da versteht der normale Mensch einfach Bahnhof. Und ich erkläre euch, wie es zusammenhängt, dass es hier letztlich um Zeitgeister geht. Und es ist praktisch, es wurde hier die Menschheitsgeschichte, wie sie sich später ereignet hat, wurde praktisch schon
beim Prophet Daniel praktisch verkündet, nur hat keiner kapiert. Da wird was über Tiere und über Hörner und über das und das geredet und keiner hat es kapiert. Und letzten Endes zeige ich euch auf, wie die bisherige Menschheitsgeschichte in diesen Bildern praktisch schon verkündet wurde, wie man es zuordnen muss und wie es tatsächlich eingetroffen ist und wie diese Tiere letztlich als Zeitgeister zu interpretieren sind. Und das, wie gesagt, das sind grandiose Einblicke. Da würden, versteht ihr, das ist etwas, das kann sein, dass es, ich habe jetzt einen Bauer, der nur an seine Kartoffeln denkt, die er ernten will, da habe jetzt das erwähnt, es gibt nicht immer Leute, denen das scheißegal ist, aber und es gibt Leute, denen ist egal, es gibt Leute, die sind zu dumm, es gibt Leute, denen fällt mal bei mir ein Titel, die denken, toll ist, wenn jemand einen Professortitel hat. Und ich sage euch, hier können alle, und das Bild taucht auch auf, in meinem, wo kommt's, Moment mal, wo ist der neueste Artikel hier? Und dann das Professoren. Das ist ein schönes Bild. Versteht ihr? Manche Leute, wie gesagt, die denken, ja, der hat ja nicht mal einen Professorentitel und ist ja nicht mal irgendwie... Leute, ich sage euch, die Professoren können sich mal... Schaut mal, hier habt ihr den Einstein, hier habt ihr den Goethe, hier habt ihr den Leonardo da Vinci und hier habt ihr Kinderlein, manche haben ein Doktorhütelein, das sind die Gelehrten der Menschheit, versteht ihr? Die Gelehrten der Menschheit, die Position der größten Gelehrten der Menschheit, da könnt ihr auch alle Professoren reinpacken, deren Position ist es praktisch wie kleine Kinder zu meinen Füßen zu sitzen, versteht ihr? Zu meinen Füßen zu sitzen. Die haben nicht einmal einen Stuhl, die sitzen auf dem Boden. Und das ist praktisch, und das ist eben etwas, versteht ihr, der Bauer, der immer gerade an seine Kartoffel denkt, dem ist das scheißegal, das Thema. Und es gibt eben auch Leute, die denken, also solange der nicht einen Doktortitel hat, kann er sich doch nicht rausnehmen, hier so große Reden zu halten. Ja, die werden es dann eben nicht kapieren. Aber ich sage, ich verkünde der Menschheit Erkenntnisse und Weisheiten, die sie nirgendwo anders bekommen. Und wenn man das Verhältnis zwischen mir und dem Rest richtig erklären wollen würde mit einem Bild, müsste man dieses Bild nehmen. So. Und ja, ich denke, das erklärt einiges. Okay, also dann lasse ich das jetzt mal so und okay, alles andere wären jetzt wohl Wiederholungen. Dann soweit dazu. Moment, wo ist jetzt das Scheißding?